Was ist denn gerade los? Was geschieht auf dieser Welt? Es ist doch verheerend. Befinden wir uns in der heißen Phase schon oder vielleicht noch nicht? Was ist mit dem Blackout, von dem alle reden? Kommt er oder nicht? Ich habe für euch ganz wichtige Botschaften für den Oktober, energetische Vorhersagen. Die solltet ihr euch jetzt gleich unbedingt anschauen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich habe dieses Buch, dieses wunderschöne Buch geschrieben. Wer sich dafür interessiert, der darf sich gerne unten den Link mal anschauen. Ja, und meine Lieben, jetzt gehen wir mal in dieses Thema rein. Es ändert sich gerade alles. Wir sind in so einem großen Umwälzungsprozess, aus dem wir auch gar nicht heraus können. Es ändert sich so extrem, allein durch diese Machtkämpfe der Länder. Wenn ich also einfach mal hellsichtig auf die Erde schaue, sehe ich diese Kraft der Länder. Ich sehe, wie sie sich gegenseitig noch mehr bekämpfen. Sie drohen mit allen möglichen Waffen. Ob sie es letztendlich einsetzen, kann ich nicht sehen. Im Moment zeigt es sich nicht, denn dann wäre ja auch, das wäre so der allerschlimmste Schritt, der überhaupt geschehen könnte. Also man streitet sich auf allerhöchster Ebene. Und wenn du jetzt aber guckst, unter den Menschen, die sind ja friedlich. Es sind bloß die Obersten, die da ja alles durcheinander bringen, wegen Macht und Geld. Auch das mit dem Geld, das wird sich ändern, diese Wertigkeit des Geldes. Wir sind ja da auch schon mittendrin. Und wenn ich jetzt daran denke, wir hatten letzthin einen Tag bei uns Stromausfall. Und zwar wurde auf der Straße eine Leitung repariert und plötzlich hatten wir einen Tag lang keinen Strom. In dem Moment habe ich festgestellt, dass wir mit den Nachbarn und auf der Straße mit den Menschen ein ganz anderes Verhältnis hatten, dass sich da diese Beziehung unter uns liebevoll und hilfreich gestaltet hat. Und das zeigt letztendlich in den Situationen der Not, dass die Menschen wieder zurückfinden zu ihrer Ursprünglichkeit, zu ihrer Hilfe untereinander. Und das ist eine sehr schöne Sache, die da geschehen kann, denn letztendlich entdecken wir so, wie gut es tut, wenn man jemand helfen kann oder wenn man geholfen bekommt. Wir würden es dann mit Gütern tun und nicht unbedingt mit Geld, weil das Geld nimmt eine Richtung an, die wir noch nicht kennen, die für uns neu ist. Und all dieses Große, was hier geschieht, bringt uns letztendlich zum Erwachen oder bringt die Menschen ins Erwachen, die noch nicht so weit sind, die oberflächlich leben und die vielleicht auch sehr beeinflusst sind von den Medien, weil die Medien spielen ja gerade bei diesen Machtspielen wundervoll mit. Ja, sie bringen ja auch diese Angst vor dem Blackout so richtig unter die Menschen, wobei, wer sagt denn, dass es so weit kommen könnte? Also das ist ja alles total übertrieben. Auch wenn du auf YouTube schaust, da gibt es so viele Videos jetzt darüber und auch wie man sich selbst helfen kann. Wobei das wiederum, finde ich, ist schön, wenn man da was lernen kann. Sich selbst zu unterstützen und zu helfen, Reparaturen und solche Dinge, alte Nähmaschinen. Und ja, letztendlich ist all das, was jetzt geschieht, etwas, was uns stark macht, was uns auch entdecken lässt, dass wir nicht alleine sind. Denn wir werden auch immer mehr die Sternenvölker, die Sternenwesen wahrnehmen. Und wenn ihr da ins Netz schaut, seht ihr auch,
dass es tatsächlich immer mehr Meldungen gibt. Und selbst die NASA hat ja vor langer Zeit schon zugegeben, dass also diese Videos alle existieren und dass sie auch Kontakt haben. Wir haben aber auch Kontakt mit den Sternenwesen. Und letztendlich zeigt uns das ja auch, dass wir als Erdlinge ja auch zu dieser Sternenfamilie ja natürlich dazugehören. Ich finde, es ist, man sollte das jetzt nicht so getrennt wiedersehen. Wir sind doch auch ein Teil vom Universum und ein Teil vom Großen und Ganzen und dahingehend alle miteinander verbunden. Und von daher ist es wunderschön, wenn wir also auch diese Kontakte spüren können. Und das habe ich auch alles in meinem Buch beschrieben. Es ist also etwas im Gange. Wir werden intensiver Kontakt zu den Sternenwesen haben. Wir werden unsere familiäre Beziehung zu den Sternenwesen entdecken und die Zugehörigkeit. Und das ist ein ganz großer Schritt im Erwachensprozess. Und wir werden auch unsere Urmatrix stärken. Für viele werden sie erst entdecken. Und wir werden durch diese Stärkung der Urmatrix mit der göttlichen Matrix in Beziehung treten. Wir werden sie tatsächlich in uns spüren und dadurch in unseren eigenen Frieden kommen. Denn die Stärkung des eigenen Friedens ist ja genau das, was wichtig ist für alle Menschen. Und wenn jeder in seinem Frieden ist und auch nicht in diese Panikmache hineingeht, dann ist alles leichter und dann wird auch der Übergang leichter sein. Natürlich wird es im Oktober auch wieder große, soll ich sagen, wird die Erde sich bewegen, die Erde wird, sie rebelliert ja mit uns zusammen, wir sind ja verbunden mit der Erde. Die ganze Energie unserer Gedanken, die spiegelt sich auch in der Erde wieder. Oder das, was jetzt die Machthaber, wenn die wütend sind und miteinander streiten, das spürt unsere Erde. Und dann gibt es eben vielleicht auch mal einen Sturm, gerade in den Gebieten, wo sie so sehr streiten. Das ist eine Explosion aus der Erde, die dann auch sagt, es reicht jetzt langsam, beruhigt euch wieder. Also das ist, hängt ja alles zusammen, so wie im Kleinen, so wie im Großen. Von daher haben wir im Oktober einiges zu erwarten. Versucht einfach auch euch Dinge zu beschaffen, Dinge zu kaufen oder selbst zu machen, die euch Freude bringen. Also einfach etwas, an dem ihr euch freuen könnt, falls es mal, ja, einen Tag zum Stromausfall kommen sollte oder sowas. Habt ein paar schöne Dinge, die ihr dann, die euch Kraft geben. Zum Beispiel ein Buch. Ja, hat neulich jemand zu mir gesagt, ich kaufe mir jetzt ganz viele Bücher, da habe ich wenigstens was für die Zukunft, aus dem ich mir immer Kraft holen kann. Und das ist eine schöne Art und Weise. Oder eine Kundin hat zu mir gesagt, immer wenn ich dein Buch in die Hand nehme, gibt mir das so viel Kraft und Frieden. Und genau das ist es doch, was wir für uns tun können, was uns dann stark macht und durchkommen lässt. Und von daher habe ich gute Hoffnung, dass viele Menschen das verstehen werden und dass wir in dieser großen Erwachungswelle, in der wir jetzt drin sind, die ja auch weitergeht, die ja jetzt nicht Ende Oktober aufhört, sondern uns auch noch nächstes Jahr tragen wird, dass wir da trotz allem gut durchkommen, ihr Lieben. Gebt die Hoffnung nicht auf und jetzt werden wir gleich zusammen eine wunderschöne, tiefgehende Verbindung zur göttlichen Matrix herstellen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass diese Durchsage kam und ich sie an euch weitergeben darf. Also ich wünsche euch jetzt gleich ganz viel Kraft und Freude dabei. So lade ich dich jetzt ein zu einer intensiven Meditation, in welcher du die Verbindung zu deiner Urmatrix finden wirst,
die Verbindung zu dir selbst. Wie ihr alle wisst oder wie du weißt, befindet sich die Erde gerade in einem großen Wandel und viele von uns spüren die Auswirkungen davon. In dieser Zeit gibt es viel Angst und Verwirrung, aber es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass man nicht alleine ist. Und so weißt du oder so sollst du wissen, dass all die Engel, all die lieben Freunde deiner Sternenfamilie, der Sternenwesen bei dir sind. Liebe Menschen der Erde, geliebte Menschenfamilie, ich lade euch jetzt ein zu einer intensiven Meditation, die uns helfen wird, in diesen unruhigen Zeiten ruhiger und kraftvoller zu werden. Wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Auch wenn sich die Erde zurzeit in einem großen Wandel befindet, sind viele Sternenwesen bei uns und auch die Engel. Und all diese Wesen möchten uns unterstützen. In der aktuellen Zeit gibt es sehr viel Angst und Verwirrung. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir nicht alleine sind. Es ist wichtig zu wissen, dass wir Unterstützung in dieser anstrengenden Zeit erhalten. Und so möchte ich in dieser Meditation die Energie des Neubeginns nutzen und dich zu einem Portal der göttlichen Matrix führen. Die göttliche Matrix wird dich neu ausrichten, dir Kraft geben und du wirst deine Urmatrix fühlen. Du wirst Kontakt zu deiner Göttlichkeit bekommen. Um zu beginnen, legen wir nun unseren Fokus auf das Zentrum der Milchstraße. Stell dir vor deinem geistigen Auge die Milchstraße vor. Dieses riesige Feld, welches unsere galaktische Heimat ist. Und so stell dir vor deinen geistigen Augen eine riesige Spirale des Lichtes vor, welche sich langsam dreht. Dies ist das Abbild der göttlichen Matrix. Und wenn du dich auf sie konzentrierst, wirst du eine intensive Verbindung zu ihr spüren. Fühle jetzt diese Energie. Und wenn es so sein soll, dann erlaube dir, in das Zentrum der Spirale gezogen zu werden. Lass es einfach geschehen. Vielleicht fühlst du dich gedehnt oder gezogen, wenn du jetzt die Matrix betrittst. Das ist ganz normal. Lass es einfach so sein. Denn sobald du in ihr bist, wirst du ein Gefühl von Frieden und Liebe spüren. Dies ist die Energie der Matrix, die dich unterstützen und heilen wird. Die göttliche Matrix des Universums. Und so erlaube dir, so lange in diesem Licht zu baden, wie du möchtest, wie es dir gut geht. Und dann nach einer Weile, wenn du bereit bist, beginne langsam
deinen Blick aus dem Zentrum der Spirale zu werfen. Du wirst dabei feststellen, dass sich deine Wahrnehmung der Realität geändert hat. Du wirst die Welt und das Außen mit neuen Augen sehen. Dinge, die dir früher wichtig waren, haben jetzt vielleicht keine besondere Bedeutung mehr für dich. Das liegt daran, dass sich deine Werte verändert haben. Du handelst jetzt von einer höheren Bewusstseinsebene aus. Und von dieser Ebene kannst du die Verbundenheit allen Lebens und die Liebe, die allem zugrunde liegt, erkennen. Denn es ist die göttliche Matrix, dieses multidimensionale Portal, das alle Universen und Realitäten miteinander verbinden. Und da es sich geöffnet hat und du diese Energie spürst, haben wir alle die Möglichkeit, mit der Urmatrix zu verschmelzen und unsere inneren Werte zu verändern. Und während ich spreche, geschieht all dies. Und dies kann eine sehr kraftvolle Erfahrung für manche von uns sein. Es kann tiefgreifende Veränderungen in unserem Leben bewirken. Und so bitte ich dich, lege nun deinen Fokus auf deine Urmatrix und fühle diese Verbindung. Vielleicht spürst du ein Gefühl der Liebe und des Einsseins mit allem, was ist. Erlaube dir, dich jetzt für diese neue Bewusstseinsebene zu öffnen und erfahre die Veränderungen, die sie in deinem Leben bewirken. Spüre die Nähe Gottes in dir, denn du bist nun eng verbunden und eins mit der göttlichen Liebe und Schöpferkraft. Dies ist ein großes Geschenk. Und so nimm dieses Geschenk an und dehne dich damit voller Liebe aus. Erlaube der Liebe, durch dich in die Welt hinaus zu fließen. Und teile sie mit anderen. Denn das ist die neue Art des Seins, die neue Welt, die neue Erde, welche durch dich erwacht. Und so genieße noch ein wenig die Energie der Urmatrix, deiner Göttlichkeit und Gottes Nähe. Gesegnet ist dein Licht. Gesegnet ist deine Seele. Gesegnet ist deine Liebe. Und dann komme in deiner Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Mein Wunsch für dich ist, nimm all diese wundervollen Energien mit nach Hause, mit in dein Zuhause, in dein Herz. Gib diesen Energien eine Heimat und erinnere dich dran, wenn irgendetwas jetzt die Tage Schwieriges ist, etwas Kompliziertes plötzlich passiert, erinnere dich an diese wundervolle Meditation. Geh noch mal rein und lass dich einfach stärken. Du wirst sehen, wie gut es dir danach geht.
Gerne dürft ihr in den und das Video schreiben, was ihr gefühlt habt, wie die Nähe Gottes war, wie ihr euch überhaupt jetzt fühlt mit dieser neuen Ausdehnung. Und teilt dieses Video, damit noch viel mehr Menschen davon profitieren können. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart, mit einer Herzensumarmung. Bis zum nächsten Mal.